Ja, moin moin, mein Lieben. Und ich melde mich auch mal wieder. Ja, ich hatte ziemlich viel zu tun mit meinem Praktikum und Ferienbeginn. Und dann wurde gestrichen und ganz viel. Und ich habe viele Filme geguckt. Und deswegen, weil nicht so viel passiert ist, habe ich mich aber lange nicht gemeldet. Das tut mir ziemlich leid. Aber wie gesagt, ist auch nichts Spannendes passiert. Und ich quatsche hier so rum. Ich bin gerade in der Bürowohnung von meinem Vater noch. Wegen der Gamescom, die ist ja morgen und war heute auch schon für Fachbesucher. Ich bin hier heute von Füssen aus nach Siegburg, Köln, hier oben hoch gefahren und ja, war auf dem Weg dahin auch im Porsche Museum. Davon möchte ich euch gleich noch was zeigen. Ganz kurz noch wegen dem Urlaubsvideo. Ich war ja vor ungefähr 2 Monaten auf einer Schiffreise. Es kommt dann irgendwann im Laufe der nächsten 2 Monate. Ich möchte einfach genug Zeit dafür nehmen, dass es auch wirklich gut wird fürs Rumgeschnippel. Ich habe richtig schöne Aufnahmen gemacht und wie gesagt, den möchte ich auch entsprechend einen guten Schnitt mit schöner Musik und so verpassen. Deswegen bitte ich euch noch darum, etwas zu warten. Wie gesagt, ich war im Porsche Museum in Stuttgart und habe dort ein bisschen was für euch aufgenommen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich schnippe jetzt noch eine Begrüßung von da dran. Ich nehme das jetzt eigentlich nur dafür auf, weil ich mich nicht sicher bin, ob mich der überhaupt versteht, weil da sehr starker Wind war. Aber man sieht das schöne Museum und das möchte ich euch, wie gesagt, nicht vorenthalten, weil ich finde es ziemlich beeindruckend. Das sieht sehr beeindruckend aus. Aber ich würde sagen, seht selber. Ja, ich stehe gerade hier unter dem Porsche Museum auf dem Weg zur Gamescom. Sorry, dass man da vielleicht ein bisschen wirklich gemeldet hat. Und habe ich mal mit reingenommen mit der Kamera, um ein bisschen was zu füllen. Und möchte jetzt noch kurz anmerken, was für ein architektonisch beeindruckendes Gebäude dieses Museum hier ist. Vor allem irgendwie angesichts der Tatsache, dass es sehr verzwickt ist und alles. Eine Rolltreppe hat, die für Klaustrophoben immer und immer schon mal war. Thank you.
übrigens auch noch diese Mörder-Treppe nach da unten. Also die Rolltreppen sind ja easy und alles, aber es ist wirklich eine gigantische Rolltreppe. Aber was richtig heftig ist, ist die Treppe, wenn man nach unten geht, wird die nicht immer schmaler. Also für Klaustrophoben so ein richtiger Albtraum. Ich hatte also wirklich beim Laufen Probleme, weil das für die Optik total schief war. Ansonsten, ja, eigentlich ganz schick, ein paar nette Autos, ein Trecker, fast eigentlich alles. Fand ich ziemlich cool so, Uso. Ansonsten, die restliche Fahrt war eigentlich relativ entspannt, bis wir dann nach Heilbronn gefahren sind, durch Heilbronn gefahren sind. Da ist nämlich mal eben spontan untergegangen. Schön weiter. Also der Rest der Fahrt war eigentlich ziemlich entspannt. Jetzt sitze ich hier rum, mache das Video noch völlig fertig und morgen sehen wir uns dann wieder auf der Gamescom. Ich möchte jetzt jeden Tag Berichterstattung machen, wirklich mal ein Video von der Gamescom machen. Das ist ja letztes Jahr deswegen nicht so wirklich gut geworden oder was draus geworden, weil ich ganz einfach kein Videomaterial hatte. Ich habe einfach nur Fotos gemacht, was schade war. Und jetzt habe ich eine schöne neue Kamera, mit der man super easy leicht Videos machen kann. Und deswegen sehen wir uns dann spätestens morgen zu einem kleineren Video-Vlog zwischendurch Ding wieder und dann später nochmal zu einem größeren Gamescom-Video, aber dazu wahrscheinlich dann am Sonntag nochmal mehr oder am Samstag besser gesagt. Genau, ich bin von Donnerstag, also morgen, bis Samstag da. Ey, wurscht, wird schon wieder viel zu lang, ich laber wieder viel zu viel. Wir sehen uns dann